Mein Name ist Silas, ich bin 24 Jahre alt und würde dir gerne heute was aus meinem Leben erzählen. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und für mich war es von Anfang an klar, dass es einen Gott gibt. Meine Eltern haben ihren Glauben immer sehr offen nach außen getragen, deswegen hatten wir zum Beispiel ein Jesus-Lebt-Nummernschild im Auto hängen. In der Schule habe ich dann gemerkt, dass die anderen Kinder das nicht so cool finden. Deswegen wurde ich oft verarscht, wurde es Jesus-Kind genannt oder sonstige lustige Kosenamen habe ich bekommen. Dadurch habe ich dann versucht, meine Anerkennung irgendwie anders zu sammeln. Das heißt, ich habe irgendwie materielle Dinge gekauft, die ich mir eigentlich nur leisten kann. Ich habe mit hübschen Mädels geflirtet. Mit 19 habe ich mir den ersten Porsche gekauft, um einfach anzugeben mit Sachen, die ich mir eigentlich nur leisten konnte. Nach meiner Meisterprüfung wollte ich dann irgendwie was Sinnvolles machen, was mich irgendwie mehr ausfüllt. Deswegen habe ich gekündigt und einfach erstmal nichts gemacht. Dann habe ich auf Facebook zufällig gelesen, dass das ICF München auf Snowcamp fährt. Ich habe mir gedacht, ich habe Bock zu boarden und ich hatte ja auch Zeit. Also bin ich da auf dieses Snowcamp vom ICF gefahren. Das war die erste Kirchenveranstaltung, wo es nicht die ganze Zeit um Gott ging. Irgendwie fand ich es komisch und seltsam, dass sie nicht vom Essen gebetet haben und irgendwie nicht die ganze Zeit Thema hatten. Und deswegen habe ich mit einer Mitarbeiterin, die dort verantwortlich war, mit ihr geredet und habe sie einfach gefragt, so, was macht ihr, wer seid ihr? Das ist irgendwie komisch und neu für mich. Nach vielen guten Gesprächen dann oben auf dem Berg mit ein paar Bierchen kam mir die ganze Sache mit dem ICF näher. Und irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mir die ganze Sache im ICF München anzuschauen. Ich dachte mir, was habe ich zu verlieren? Ich bin dann nach irgendeinem Gottesdienst am Sonntag nach München, habe mich mit dem Pastor da getroffen und er hat mich dann gefragt, wer ich denn bin. Ich habe gemerkt, das ist eine riesen Herausforderung für mich, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Weil ich ja damals in jeder Situation anders war. Ich habe immer mich der Gruppe angepasst und habe mich immer so gegeben, wie die jeweilige Gruppe mich haben wollte. Irgendwie fand ich die Einstellung von diesem Pastor cool und ich dachte mir, der ist ganz witzig. Also bin ich eine Woche später nach München gezogen. Dort in München ging ja meine Glaubenshinterfragung erst richtig los. Ich wurde mit Themen konfrontiert, die mir sehr unangenehm waren. Zum Beispiel wurde mir gesagt, ohne Gott kannst du nichts erreichen. Ich habe mir gedacht, ich habe erlebt, dass du echt viel erreichen kannst ohne Gott. Ich habe erlebt, dass ich hübsche Mädels haben kann, geile Autos, dann Urlaube und alles Mögliche. Doch, ich habe erst jetzt verstanden, obwohl ich schon oft gehört habe, dass es alles 100% hier auf der Erde zurückbleibt. Scheiße, was jetzt, habe ich mir gedacht. Ich kannte das zwar schon alles, aber ich habe mich entschieden, diese ganze Jesus-Sache nochmal von vorne irgendwie zu hinterfragen und anzuschauen. Am Anfang war ich sehr provokant und habe viele Leute provoziert durch meine Fragen. Aber ich wollte das Ganze in meinem Tempo machen, in meiner Geschwindigkeit, mit meinen Fragen. Nach einiger Zeit habe ich mir gedacht, irgendwie ist dieser Glaube was für Loser. Irgendwie lauter möchte gern, ich kann nichts erreichen und brauche einfach einen Club, damit wir uns irgendwie stark fühlen. Ich habe mir gedacht, ich will Freunde, die ihr Leben feiern, die einfach Spaß am Leben haben, die authentisch sind und trotzdem an Gott glauben. Ich wollte Freunde, die nicht irgendwie weltfremd sind und komisch. Von diesen Typen habe ich dann auch ein paar gefunden. Jeder von ihnen passt irgendwie auf einen Lebensbereich von mir. Das sind Jungs, die sind bei mir in der Small Group und mit denen hatte ich viele gemeinsame Gespräche, viele gemeinsame Gebete, die etwas Positives in mir verändert haben. Ich konnte meine ganzen Fragen stellen und sie haben es mir in einer Art und Weise beantworten können, die sehr authentisch für mich war. Sie waren einfach authentisch und hatten Sachen auch erlebt, die ich irgendwie auch schon erlebt hatte in meinem Leben, aber sie sagten, dass sie jetzt glücklicher sind. Nach und nach wollte ich einfach wissen, wie ich die ganzen Sachen festmachen kann und mir wurde erzählt, dass es im ICF ein Get-Free-Angebot gibt. Bei diesem Get-Free-Angebot kann man alle Sachen loswerden, die einen negativ beeinflussen. Dieses Get-Free-Angebot habe ich dann genutzt, aber eigentlich hatte ich null Bock. Ich habe mir gedacht, das kenne ich eh schon alles. Und so war es auch dann. Das war irgendwie nichts Neues für mich. Der einzige entscheidende Unterschied war, dass ich dem Ganzen eine Chance gegeben habe. Es war für mich so, dass ich mich entschieden habe, einfach Jesus nochmal neu in mein Leben einzuladen und das Geschenk anzunehmen, dass er mein Herr ist. Ich war jetzt alt genug, einfach um selber zu entscheiden, ohne dass meine Eltern mich zwingen zu irgendwas oder ich mir manipuliert vorkomme, ohne dass ich einer Gruppe gefallen will. Ich konnte einfach für mich entscheiden, dass ich will, dass Gott wieder aktiv in mein Leben wird. Er hat angefangen, etwas Positives in mir zu entwickeln und ich wollte es weiter nutzen. Das ist für mich wie ein Erfinder, der so lange an seiner Erfindung rumschraubt, bis sie perfekt funktioniert. Ein weiterer Teil an diesem Tag war die Taufe. Die fand ich schon immer total bescheuert, weil man vor irgendwie allen Leuten untergetaucht wird und ich auch nicht verstanden habe, was das bringen soll.
Ich möchte mich heute taufen lassen als Zeichen dafür, dass ich bei Gott bleiben will. Es ist für mich wie ein Versprechen, dass ich einfach seinen Plan annehmen will. Und ich möchte das vor meinen Freunden, vor meiner Small Group einfach festmachen, so dass ich mich nicht mehr leicht rausreden kann und mich wieder in mein altes Leben zurückhole, wo ich mich einfach der Gruppe anpasse. Sondern dass es ab heute ein entscheidender Tag für mich ist, dass heute einfach viel verändert. Herr Silas, wir sind heute hier bei deiner Taufe und es ist der Wahnsinn zu sehen, was wir mit dir in der Small Group erleben durften, welche Schritte wir gehen durften mit dir, einfach was du mit Jesus erleben durftest in dem ganzen letzten halben Jahr. Und ich freue mich heute, dich zusammen mit den Jungs einfach taufen zu dürfen. Und wir haben uns einen Spruch für dich ausgesucht, einen Taufspruch, der dich einfach dein Leben lang begleiten soll. Und dieser Spruch, der ist im ersten Teil der Bibel, er steht in Sprüche 2, Vers 10 und 11. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Und das wünschen wir dir von ganzem Herzen, Silas. Und ich freue mich jetzt mit dir in dieses verdammt kalte Wasser zu steigen und endlich es hinter uns zu bringen. Let's do it! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott hat etwas Positives in mir verändert. Und zwar, weil ich mir eine Chance gegeben habe. Und das ist erst der Anfang meiner Reise.